Als ich 81 kam, da waren ja noch ganz wenige Schüler da. Und meine eigene Klasse, weiß ich noch, die ich damals gleich hatte, da saßen zu Anfang 5 Schüler drin. Jeden Tag kamen neue Schüler dazu. War eine bunte Mischung aus dem ganzen Stadtbezirk und wir haben das Glück gehabt, auch komplett übernommen worden zu sein, sodass ich meine Freunde, die ich auch jetzt noch habe, von damals an kenne. Das laufende Schuljahr 1990, 91 war ein ganz verrücktes Schuljahr. Es lief noch nach DDR-Modus ab, aber mit geringfügig überarbeiteten Plänen. Und so traf ich dann auch das erste Mal Frau Wager. Ich denke, das war eine andere Schülergeneration, das war noch eine andere Zeit. Das waren die wilden frühen 90er. Und haben wir es eigentlich auch bemüht, das Schulhaus, was doch ziemlich triste aussah, zu gestalten. Aber ich glaube, es waren die Schüler, die gesagt haben, das reicht uns nicht und wir wollen die Wände bemalen. Da der Marzahnerboden sehr, sehr fest ist, mussten also teilweise dort mit der Spitzhacke ran und haben also Bereiche freigelegt. Da gab es keine Karten mehr. Und da gab es 3 Veranstaltungen, selbst samstags kamen die Leute. Der Amokmann, wir haben natürlich alle geguckt, standen alle reihenweise am Fenster. Da kam uns ein Freak mit so einem Plakat und stand immer an der Hochpause rum, ich bin für Oberschule an der Weide. Und alle fragten sich, wo ist die Weide? Ich war für Simone de Beauvoir. Echt? Komm, wir leben gestern noch einmal. Wir fliegen durch die Sonne und rutschen den Regenbogen herunter. Einfach nur so.